nach seinem Sturz auf der 17. Etappe ist unklar, ob Peter Sagan die Tour de France fortsetzen kann. Beim Träger des grünen Trikots sei zwar nichts gebrochen, er habe jedoch Hämatome und offene Schürfwunden, sagte Ralf Scherzer, Teamsprecher des deutschen Bora-Hansgrohe-Rennstalls. Erst am folgenden Tag soll entschieden werden, ob der 28 Jahre alte Radprofi aus der Slowakei weiterfahren kann. Sagan war auf einer Abfahrt der Pyrenäen-Etappe zu Fall gekommen. Ihm ist der Sieg im Punkteklassement nicht mehr zu nehmen, sollte er am Sonntag zum Abschluss der R105-Tour in Paris auf den Champs-Élysées ankommen. Besonders brisant, Sagan steht längst als Gewinner des grünen Trikots des besten Sprinters fest, mit 452 Zählern hat er die Konkurrenz vollkommen düpiert. Um das Leibchen am Ende der Rundfahrt sein eigen zu nennen, muss der Slowake die große Frankreich-Schleife allerdings beenden, muss Sagan aufgeben, wäre der Kampf plötzlich wieder offen. Aktuell ist der Norweger Alexander Kristoff mit 170 Punkten Zweiter der Wertung. Es folgen Bergtrikotträger Julian Alaphilippe 134, Arnaud Demare 133, Greg van Avermaet 130 und John Degenkolb 128, größer als zur Sprintwertung der Tour de France 2018.